meinen Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe für euch heute endlich wieder mal, was ist im Monat Mai alles dazugekommen. Ich habe dieses Format jetzt länger nicht mehr gemacht. Ich schätze mal so um die 3 Monate her. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt oder vielleicht auch erst jetzt dazugestoßen seid, ich habe immer Hashtag Schublade 2, habe ich immer die neuesten Produkte euch gezeigt, bevor ich sie immer einsortiert habe. Das habe ich jetzt eine Zeit lang ein bisschen vernachlässigt und irgendwie hat es mich sehr traurig gemacht, dass ich das irgendwie vernachlässigt habe. Und deswegen möchte ich mir jetzt festnehmen, ganz fest, dass ich wieder einmal im Monat so wieder diese Reihe mache. Was ist neu dazugekommen? Es sind ein paar Limited Edition dabei, einige Sachen, die ich euch vielleicht so nicht immer gezeigt habe, wenn ich kurz mal beim DM war. Und deswegen würde ich sagen, legen wir einfach los und ich zeige euch mal, was in Mai und Juni alles circa so neu bei mir eingezogen ist. Ja, legen wir mal los mit dieser Palette von Anastasia Beverly Hills. Das ist eher so eine Topper-Palette. Die zeige ich euch gleich. Ich muss nur schauen, dass ich dann die Paletten dann alle öffne, denn ich filme mit einer Hand und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ich zeige sie euch gleich Ende des Videos, wie diese Palette dann auch ausschaut. Legen wir mal los und zwar, was ist denn alles neu dazugekommen? Ich habe einmal bei Chicken Max dieses wunderschöne Crystal Crush Eyeshadow Palette gesehen. War nicht teuer, 3,99 €. Und irgendwie haben mich diese Farben irgendwie angesprochen, weil sie einfach so wunderschöne Glitzerfarben hat. Schaut mal her. Die Glitzerfarben haben mich wieder angetan und davon habe ich, glaube ich, 2 mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kann ich den einen oder anderen auch einmal eine Freude machen damit. Ja, dann habe ich auch von der Disney-Kollektion von Essence diesen Maxi Blush von Lion King von Simba. Den habe ich mir jetzt doch noch einmal nachgekauft, denn ich habe einmal ein Schminkvideo gemacht, aber den habe ich mir nicht mitgenommen. Ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt nicht da und irgendwann mal habe ich ihn gefunden und habe ihn jetzt mitgenommen. Der darf in meiner Kollektion einfach nicht fehlen. So, ihr Lieben, dann habe ich von meiner Zebra Trashy Gruppe, habe ich von Make-up Obsession, habe ich mir einmal diese Palette in Orange, eine sehr, sehr gute Pigmentierung. Die habe ich mir, glaube ich, im Februar geholt. Und irgendwann mal kam auch diese Palette, aber die war dann von der lieben Claudia vom Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Wir haben dann so ein Make-up-only-Trash-Paket gemacht und da war dieses selbe vom Make-up Obsession, nur ein bisschen mit kühleren Farben. Und Leute, ich kann euch diese Palette wärmst empfehlen, weil die Farben sind wirklich super toll pigmentiert und ich habe die Orangene gehabt und ich habe gewusst, ich möchte auch diese in meiner Sammlung haben. Ich werde euch dann Ende des Videos alles öffnen und auch vielleicht den ein oder anderen mal swatchen. Ja, auch in diesem Paket The Only Make-up war auch dabei dieses wunderschöne Schätzchen von Revolution XX. Ich glaube, das ist Billy, okay, hat so ausgeschaut jetzt wie Matrix und diese Palette ist noch überhaupt nicht einmal geöffnet, auch nicht einmal geswatcht, aber diese Palette hat mir von der Verpackung her so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich möchte sie unbedingt haben. Die Verpackung gefällt mir einfach richtig gut. Ja, dann Maybelline hatte vor Maybelline Superstay, die haben die Lippenstifte, werden sie auflassen, es kommt eine andere Verpackung. Dann habe ich mir einmal diese Farbe mitgenommen, dann auch dieses wunderschöne, ja, eher rot-orange eher, würde ich sagen. Die waren alle um die 5-6 € statt das Doppelte und einmal dieses wunderschöne bärige Rosa. Ich weiß, dass die Lippenstifte von Maybelline immer gut sind und da sie jetzt die Verpackung ändern, habe ich mir die 3 zugelegt. Dann habe ich von meiner Freundin einmal bekommen von Jill Sander. Das ist ein Parfüm für die Haare. Riecht super frischend und der wird diesen Sommer auf jeden Fall genützt.
Dann habe ich mir von der Eiskollektion, da gibt es eh auch ein extra Video, diesen wunderschönen Highlighter mitgenommen. Und passend dazu diese zwei schöne Pinsel. Einmal einen ganz normalen Eyeshadow Pinsel und einmal einen Pinsel für Blush oder Bronzer. Jetzt schaut einfach zuckersüß aus mit diesen Streusel. Wie ihr sehen könnt, habe ich das schon einmal schon getestet und ja, ich kann sie euch wärmst empfehlen. Dann habe ich hier einmal von Primark einen ganz normalen Fixing Spray. Den habe ich mir, glaube ich, letztes Mal zugelegt, wo ich im Primark war. Und von Balea habe ich mir dieses Reinigungsöl mitgenommen. Viele haben gesagt, dass das so gut sein sollte, dass ich mir den jetzt endlich nach Jahren, der ist ja schon seit Jahren in dem, endlich mal mitgenommen habe. Und ich möchte mir auf jeden Fall gerne jetzt in den nächsten Abschmink-Video mal mit euch gemeinsam testen. Dann habe ich etwas entdeckt von Trend It Up und zwar, das ist ziemlich neu. Das ist ein Face Perfection Cream, eine leichte Deckkraft mit Niacinamide und Sonnenschutzfaktor 30. Das passt sich den Hautton an. Es ist, wenn man die Creme aufmacht, ist sie sehr, sehr weiß und es ist wirklich magic. Vielleicht machen wir mal da ein Reel, wenn ihr wollt, weil die Creme ist wirklich weiß. Moment, ich schaue mal, ob ich sie euch jetzt einmal kurz zeigen kann. Schaut mal her. Die Creme ist weiß und sie passt sich dann den Hauttyp an. Sie wird dann ein bisschen dunkler. Ist aber eine sehr gute Creme und gerade jetzt im Sommer mit Sonnenschutzfaktor 30 finde ich top. Dann habe ich bei Instagram bei den Gewinnspielen mitgemacht und Leute, diese Paletten von Catrice, diese Pro-Paletten, die sind so gut. Ich habe eine mal gekauft in einem peachigen Ton und die habe ich jetzt gewonnen gehabt und ich habe mich sehr gefreut, weil die andere auch schon von der Qualität so gut war. Die habe ich gewonnen bei Instagram bei Gewinnspiel und da habe ich mich richtig gefreut, denn ich habe dort ehrlich gesagt noch nie gewonnen. Dann habe ich von der Kollektion von My Little Pony habe ich mir diesen Blush mitgenommen. Dieser Blush ist komplett weiß, der ändert sich die Farbe, sobald man das dann auf der Haut auftragt. Und ich habe mir mal das mitgenommen zum Testen. Das ist dieses Liquid Peeling. Habe ich schon oft gehört, habe ich aber wirklich noch nie mitgenommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme es einmal mit, weil die Leute auch immer das sehr gefeiert haben. Ich habe mir letztes Mal von Action Peeling Face Mask mitgenommen. Das ist so ein Orangensorbet. Hat mich irgendwie total irgendwie angesprochen. Und davon habe ich, glaube ich, zwei mitgenommen. Denn es gibt, glaube ich, auch eine mit Lemon und eine mit Himbeere, wenn es mich nicht täuscht. Und das möchte ich auf jeden Fall mit euch gemeinsam mal testen. So, von der Kollektion My Little Jungle Book habe ich mitgenommen diesen wunderschönen Lippenstift. Der ist einfach nur so schön. Schon alleine diese Gravierungen. Schaut mal her, wie schön das ist. Ja, also solches Limited Edition, da kann ich persönlich nicht widerstehen. Und ich muss auch sagen, die Farbe ist auch richtig schön. Hoppala. So, ihr Lieben, dann habe ich mir mitgenommen von e.l.f. von TK Maxx diesen wunderschönen Lippenbalm. Der ist einfach so schön. Den muss ich euch einmal zeigen, wenn ich den mal drauf habe bei einem Video. Der ist richtig schön. Und dann habe ich mir mitgenommen von Essence dieses Juicy Jumbo. Der ist auch so schön. Der macht auch einen wunderschönen Glow. Genau, der macht einen wunderschönen Glow. Ich habe hier ein bisschen Plastilin, also nicht glauben, dass das schmutzig oder dreckig ist. Ich habe nämlich vor kurzem mit meinem Sohn Plastilin gespielt und deswegen, genau. Dann habe ich mir die L.A. mitgenommen von Catrice, die ich leider noch nicht geschminkt habe. Aber ich werde auf jeden Fall einmal schminken und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr gerne mal schauen. Ich habe sogar auch ein Video gemacht über diese LE und da könnt ihr gerne mal schauen, wie die Qualität ist. Den habe ich nämlich auch einmal geswatcht. Passend zu dieser LE, das ist dieses Blooming Bright, gab es zwei Lippenstifte. Natürlich, als ein großer Limited Edition Fan, habe ich beide gekauft. Die war eher so orangig und auch eine wunderschöne Farbe.
Und diese und die andere war eher so, glaube ich, in ein Rosa gehalten. Ich zeige euch das einmal. Die Palette habe ich mir auch damals gekauft und es gibt natürlich auch dazu ein Schminkvideo. So, ich habe einmal ein Paket habe ich bekommen von einer ganz lieben Zuschauerin, dieses Rival Loves Me. Kiss Confetti Neon Eyeshadow Palette finde ich auch sehr interessant. Werden wir auf jeden Fall auch einmal testen. Dann habe ich euch gesagt, My Little Pony, die habe ich mir auch zugelegt. Das ist eine richtig schöne Palette mit matten Farben. Und dazu gab es ja diesen Blush dazu. Catrice hat jetzt sehr viele Paletten rausgehaut. Auch diese Palette Who I Am von Catrice, ist genau rausgekommen zu dieser Pride. Viele mögen die Palette nicht. Ich mag die Palette, ehrlich gesagt. Ich komme mit diesen Orange und mit dem Blau komme ich wirklich sehr gut zurecht. Finde ich schade, weil ich finde die Palette richtig gut. Naja, wie gesagt, wenn sie einer gut findet, muss es nicht heißen, dass es der andere gut findet. Dann habe ich von Fab Factory, von dem Primark, habe ich mir dieses wunderschöne Schätzelein gekauft. Das fand ich richtig schön für alle Leute, die lila lieben, nudige Farben, Glitzerfarben, eine wunderschöne Alltagspalette. Und ich habe wieder mal die Verpackung wieder mal so gefeiert, dass ich gesagt habe, komm, ich nehme die mit. Ich habe bei der lieben Claudia vom Kanal Claudia mein Leben und mehr, der Only Paket Make-up, habe ich mir diese Limited Edition rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, gut, ich sammle ja Limited Edition und ich habe sie irgendwie dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr bekommen und deswegen habe ich sie mir mitgenommen. Dann habe ich von Catrice so eine Hydro Bomb, das ist so eine Pflegefeuchtigkeit, die habe ich mir leider gekauft, da war diese Limited Edition oder diese Pflegereihe schon weg. Habe mir eine im Bäcker gekauft. Beim Chicken Max habe ich mir gekauft von Elf eine Jelly Bob Gel Creme, also ge eine Jelly Bob Maske. Ja, finde ich richtig cool und ich bin sehr gespannt, wie das so auf meine Haut wirkt. Und ich habe auch bekommen von Elf von Chicken Max Öl Control Pink Puder Mask. Das ist so etwas, was man sich selbst anrühren muss. Und ihr Lieben, ich habe euch letztes Mal in dem Video gesagt, wo ich das Schminkvideo gemacht habe, mit den Disney-Paletten, habe ich mir die zweimal diese abgeschrägten Stifte mitgenommen, weil die richtig gut sind. Und ich habe mir einmal von Catrice auch so einen Konturpinsel mitgenommen, den ich auch getestet habe. Ich war wieder mal ein Verpackungsopfer und konnte irgendwie nicht dran vorbeigehen. Ja, genau. Dann habe ich zweimal mitgenommen diesen wunderschönen Eyeshadow Primer. Ich habe ihn getestet mit euch und der hat mir so gut gefallen von der Konsistenz her, dass ich sie mir sogar zweimal mitgenommen habe. Dann habe ich mir beim Action den berühmten Sally Hansen Nagellack mitgenommen. Die haben damals 10 € gekostet und beim Action glaube ich nur 3 €. Genau, wenn wir beim Action sind, dann zeige ich euch noch etwas. Ich habe mir beim Action diese wunderschöne Eyeshadow Liquid mitgenommen. Einmal in Blau, Matt und einmal in einen wunderschönen Glitzer. Leute, für 1,59 € kann ich euch wärmst empfehlen. Die Qualität ist bombastisch. Ich glaube, den gibt es auch einmal in einen nudigen Lieben, das ist Braun. die Palette von Anastasia Beverly Hills. Das sind diese wunderschönen Topper, die ich euch gesagt habe, dass ich es euch gerne nochmal zeigen werde, aufmachen werde. Und so schauen die aus. Also richtige schöne Topper. Kann man auch Highlighter verwenden. Innenwinkel. Genau, ihr Lieben. Genau, das war es jetzt von meiner Hashtag-Schublade Nummer 2. Ich werde mir jetzt vornehmen, dass ich dieses Format jetzt jedes Monat mache. Denn es sind natürlich auch noch ein paar neue LEs wieder eingezogen, wenn ihr das Video jetzt seht. Ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und es würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schickt, die Glocke aktiviert. Somit verpasst ihr das nächste Video nicht mehr. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Eure Lola und ich räume das jetzt ein in den Laden, wo sie reingehören.